Unterwegs mit der Polizeistreife in Hannover. Die Kommissare Selim Yavuz und Bartosz Bigay gehören zu einer neuen Generation von Polizisten in Deutschland. Sie sind Migranten in Uniform. Also, ich glaube, Polen sind nicht so impulsiv. Impulsiv? Wie die Südländer. Naja. Ja, wo ist denn dein Ausweis? Ja, der ist bei deinem Kollegen. Und was macht der Kollege? Der kontrolliert. Na, und was machst du? Ja, ich stehst hier doof. Ja, ich guck mir deine Visage an gerade. Ja, ich guck mir deine an. Ja. 80% Ausländeranteil, Multikulti auf den Straßen. Ausgerechnet in diesem Stadtteil sollen sie das Gesetz vertreten. Deutscher Pass, deutsche Uniform, fremde Wurzeln. Für Selim und Bartosz kein Widerspruch. Sie lieben ihren Job. Hier sind keine Parkplätze mehr, ne? Ja. Und wenn einer parken möchte, dann kann er es hier nicht machen. Und sie sind so dreist und parken hier drauf, ne? Kann man nichts machen, ne? Ordnungswidrigkeit ist Ordnungswidrigkeit. Dienstbeginn in der Polizeiinspektion Hannover West. So wie heute fahren die beiden Kommissare seit mehr als 3 Jahren gemeinsam auf Streife. Bartosz ist gebürtiger Pole, Selim zur Hälfte Türke und Engländer. Die Polizeiwache liegt in Hannover-Linden, einem Stadtteil mit hoher Ausländerquote. Auf die beiden warten jetzt 8 Stunden Streifendienst und sie müssen mit allem rechnen. Körperverletzungen, Diebstahlsanzeigen jeglicher Art, Kfz-Aufbrüche in Kellern, in Wohnungen etc., Ladendiebe, Sachbeschädigungen an Pkw auch gerne hier bei uns im Revier. Drückst du mal? Seit gut 3 Jahren sind Selim und Bartosz Kollegen im Revier West. Sie gehören zu den insgesamt 85 Polizisten mit nicht-deutschen Wurzeln in der Stadt. Migrationshintergrund heißt es auf Beamtendeutsch. Ihr Anteil liegt bei mageren 2,4%. Immer wieder haben sie es hier mit ihren Landsleuten zu tun, auch wenn sie selbst längst einen deutschen Pass haben. Dabei fühlt gerade Bartosz noch immer eine starke Bindung an sein Geburtsland Polen. Ich habe noch die 3 Dienste, habe ich in Urlaub. Wie lange? Eine Woche. Ab nach Polen? Ja. Mit Frau und Kind? Ja, ja. Tada! Muss das Kind taufen. Echt? Ja. Welchen Namen denn? Hä? Das Kind hat schon einen Namen. Wir lassen es nur taufen. Ja, weiß ich, aber ich kenne den Namen ja nicht. Anthony. Selim ist im westdeutschen Teil des Harzes aufgewachsen. Seit 2003 ist er in Hannover bei der Polizei. Das ehemalige Arbeiterviertel Hannover-Linden gilt heute als Multikulti-Stadtteil und Anziehungspunkt für viele Randgruppen und Individualisten. Die Nigerianerin Tessie gilt in diesem Viertel als so etwas wie ein Original. Ihre Bekanntheit verdankt sie jedoch vor allem ihren unkontrollierten Gefühlsausbrüchen in aller Öffentlichkeit. Hallo, Bill, komm mal her! Tessie, ist gut jetzt. Nein. Ab jetzt. Nein. Aber hier musst du euer. Nein, nee, das reicht jetzt, Tessie. Ist gut. Warum? Ja, nicht mehr so viel rumschreien. Ist gut jetzt, ne? Komm mal her. Ja? Nicht mehr so viel rumschreien jetzt. Ja. Ja? Mal bloß stimmen. Ab. Mach's gut. Ciao. Bis alle. Schon oft hatte Tessie mit der Polizei zu tun. Meistens wegen Ruhestörung. Für die Nachbarn und die Beamten gehört sie aber auf jeden Fall hierher. Ja, also Tessie ist bei uns der absolute Liebling im Revier. Tessie tut keinem weh. Sie ist, hat vielleicht ein leichtes Alkoholproblem. Aber sei nicht eine Liebe, provoziert manchmal Stress mit anderen Mitbürgern, aber... Man kennt sie einfach und sie ist ja so wie gerade mehr witzig drauf, schreit halt ein bisschen rum, aber das war's dann auch. Ne? Zu den ernsten Problemen des Viertels gehören dagegen die Ecken, an denen sich Trinker und Drogenabhängige sammeln. Ein angrenzender Park bietet gleich neben den Hochhäusern genügend Rückzugsmöglichkeiten. Ständige Kontrollen sollen dafür sorgen, dass sich hier niemand zu wohl fühlt. Selbst bei schlechtem Wetter hängen jedoch immer ein paar von ihnen hier draußen herum. Weil man hier auch mal gern Junkies kontrollieren kann, die hier hocken. Oh, hier wird gekifft, ne? Hier setzen die Leute hin auf die Grünfläche und kiffen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Trinkerszene ist stark. Und die meisten gebürtigen Deutschen bleiben unter sich.
Für die beiden Beamten sind Einsätze hier deswegen immer ein bisschen wie ein Auswärtsspiel. Hi. Hi. Habt ihr Ausweise? Was soll das? Ach man, naja. Sie Bulle, was wollen Sie denn? Das Klima ist gereizt. Selim und Bartosch müssen vorsichtig sein, damit die Situation nicht eskaliert. Die regelmäßigen Kontrollen werden hier wie ein Akt der Willkür gesehen. Und während Selim die Ausweise mit der Datenbank abgleicht, plustert sich plötzlich einer der Trinker vor Bartosch auf. Ja, wo sind denn die Kontrollen? Ich sehe keine Kontrollen. Ja, wo ist denn dein Ausweis? Ja, der ist bei deinem Kollegen. Und was macht der Kollege? Der kontrolliert. Na, und was machst du? Ja, ich... Stehst hier doof. Ja, ich gucke mir deine Visage an gerade. Ja, ich gucke mir deine an. Ja. Und? Ja, nix. Ja, da ist die Kontrolle, siehst du? Michael bist du, ne? Bitteschön. Die Stimmung ist aggressiv. Doch von dem Betrunkenen will sich Bartosch nicht provozieren lassen. Der 1,90 große Pole hat ein ruhiges Gemüt. Es kommt manchmal vor, dass die Stimmung so aufkocht. Aber es liegt vielleicht ein bisschen auch am Alkoholkonsum oder möglichen Methemkonsum. Aber wenn es so vorkommt, dann sehr selten. Aber wir dulden sowas nicht und ziehen unsere Maßnahmen durch. Bartosch und Selim kennen sich seit gut 4 Jahren. Im Polizeistudium und bei den Einsätzen haben sie gelernt, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist. Vor allem dann, wenn sie provoziert werden. Der Große war ja da, der das alles so ein bisschen angestichelt hat. Ne? Die anderen waren ja eigentlich friedlich. Das war natürlich ein Stinkstiefel vom Feinsten. Ja, aber, ja, ne? Aber auch der hat ja mit sich reden lassen zum Schluss. Ja, aber da lasse ich mir von ihm auch nichts sagen. Der soll das erdulden und gut ist. Also ich glaube, Polen sind nicht so, sag mal, impulsiv. Ja? Impulsiv? Wie die Südländer. Ja. Impulsiv nicht, was sagt man? Feurig, sagt man. Feurig? Die Südländer feurig sind. Und lebensfroh. Lebensfroh? Nein. Und so ein Schwachsinn. Ich würde sagen, Polen sind zivilisiert. Ja, in ihren 4 Wänden. In Niedersachsen haben mittlerweile gut 20% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. In Hannover-Linden sind es fast 4-mal so viele. Nach kurzer Fahrt kommen Bartosch und Selim an einem Falschparker vorbei. Hi. Hier dann. Wagen steht nicht so gut, fahr mal bitte weg. Der Fahrer parkt quer in einer Einfahrt und verspricht in gebrochenem Deutsch, sofort weiterzufahren. Doch die Beamten trauen der Sache nicht. Sie drehen eine Runde um den Häuserblock und der Wagen ist noch da. Ich habe dem Herrn dahinter ein Ticket. Ich habe ihn freundlich gebeten, den Wagen wegzufahren. Gab an, das zu machen, aber ja, als wir weg waren, hat er sich wieder vom Fahrzeug entfernt. Also hoffentlich hilft mir so ein Ticket auf die Sprünge. Wir sind noch gerade rumgefahren, haben ihn nett gebeten, den Wagen wegzufahren. Wir sagen, fahren Sie Auto weg und dann fahren Sie es nicht weg und parken trotzdem da. Ja? Dürfen Sie nicht. Warum dürfen wir hier nicht rein? Das ist die Ausfahrt. Wo ist denn Ausfahrt? Ist die Ausfahrt. Achso, dann dürfen Sie vor Ausfahrt parken oder was? Wo stehe ich denn? Gucken Sie auch mal, gehen Sie mal hin und gucken das Schild da an. Dann rufen Sie links, ja? Sie können abschleppen. Ja. Sie dürfen nicht hier abschleppen. Achso. Ich mache auch Foto. Sie dürfen nicht hier. Ja. Wir können das ganz nett klären. Ne? Ja. Sie dürfen hier nicht schreiben. Dürfen Sie nicht hier schreiben. Ach so. Sie dürfen hier schreiben, oder was? Ach so, ja, darf ich. Ja? Kommen Sie mal, ich zeige Ihnen das mal. Ja, Halteverbot. Ja, und? Ja, das heißt, nicht parken. Was ist das hier? Deshalb dürfen Sie nicht stehen. Wir haben Sie gerade noch mal nett aufgefordert, wegzufahren. Machen Sie nicht. Sie sind überhaupt nicht drin. Ja. Wir waren nett zu Ihnen und Sie wollen das nicht. Das ist einfach so. Ganz einfache Geschichte. Hartnäckig kämpft der Mann um seine Interpretation der deutschen Verkehrsordnung. Er und sein Begleiter stammen, wie Selims Vater, aus der Türkei. Dadurch aber lässt sich Selim auf keinen Fall beeinflussen und bleibt hart. Kommen wir aber nochmal Post von der Stadt. Ne? Der Falschparker zeigt sich schließlich doch noch kooperativ. Vielleicht hat er auch Selims türkischen Nachnamen auf der Uniform entdeckt und akzeptiert so etwas leichter seinen Strafzettel. Für Selim ist die Sache damit durch. Das ist mein Beruf und für mich mache ich da keine Unterschiede. Ne? Oftmals ist es so, dass ich dann vielleicht die Situation auch noch runterfahren kann, dadurch, dass sie sehen, dass ich auch ein Kollege mit Migrationshintergrund bin. Aber in dem Fall war es halt nicht so. Ne? Hat es halt nicht gewirkt und ich habe versucht halt noch ruhig darauf hinzuweisen, dass er im Halteverbot steht, ihm nochmal das Schild erklärt, aber er wollte sich auch nicht belehren lassen. Und, ja. Dann nimmt man es einfach so hin und schreibt das Ticket und fährt wieder.
Selim und Bartosz erleben ihren Job als Spagat. In ihrer Brust hören sie eben manchmal zwei Herzen schlagen. Mit ihrer deutschen Polizeiuniform aber tragen sie zugleich auch eine offizielle Haut. Und das ist gut. Denn für den Dienst auf Streife können sie durchaus ein dickes Fell gebrauchen. Ein Funkspruch bringt sie zurück zur Wache. Die Kollegen bitten um Hilfe bei einem heiklen Fall. Tessie ist hier aufgetaucht und lauert nun im Treppenhaus auf Einlass. Tessie, komm mal jetzt hier, wir müssen arbeiten. Zack. Tessie, los, Attacke jetzt. Oh ja, du hast aber auch keine Lust, bei uns zu schlafen, oder? Aber das tut weh. Ja, glaube ich dir auch. Aber bei uns schlafen willst du ja auch nicht, ne? Gott. Ey, hast deine schicke Brille wieder auf, ne? Oh! David! Los, abwarten. Tessie, ist gut jetzt, raus! Ja, ist gut, raus. Tessie, ist gut jetzt. Aber der Kupitz hat gesehen, muss ein bisschen laufen, ne? Los, komm. Das ist die Richtung. Da geht's nach Hause, komm. Sie hat kein richtiges Anliegen für uns. Sie möchte einfach mal sich ein bisschen mitteilen, ein bisschen reden, aber das stört ein bisschen die Arbeit und deswegen schicken wir sie freundlich weg. Oh. Wie jeden Tag. Also meine Familie. Wenn ich so einig bin, zu wem soll ich gehen? Ja, wenn du die ganze Zeit da rumhüpfst, dann tut das auch weh, Tessie. Los, komm, wenn wir abhauen, haut sie auch ab. Mach's gut. Aber wenn wir da. Mann. Ciao, mach's gut. Humpelnd räumt Tessie das Feld. Eine Ahnung aber sagt den beiden Kollegen, dass es nicht für lange sein wird. Hat sich verliebt. Also die Umarmung, der halbe Knutscher war das auch das erste Mal für mich heute, aber. Sie macht jetzt einen Heiratsantrag. Hey. Die Region Hannover teilt sich in 6 Polizeiinspektionen. Gut 3.500 Beamte leisten hier ihren Dienst. Noch aber gibt es zu wenige mit ausländischer Herkunft, sodass der nächste Funkspruch die zwei Kollegen in eine fremde Polizeiwache bittet. Bartosz muss übersetzen helfen. Und zwar hat ein benachbartes Revier angefragt, ob ich übersetzen kann. Die haben wahrscheinlich einen Sachverhalt mit einer polnisch sprechenden Person und kommen da nicht weiter. Und ja, mich haben sie gefunden, jetzt war ich dahin und hoffe, ich kann den Kollegen weiterhelfen. Die Unterstützung bei Sprachproblemen ist unter den Polizisten eine Selbstverständlichkeit. Doch hier liegt der Fall etwas anders als erwartet. Offenbar geht es überhaupt nicht um eine verdächtige Person, sondern um ein gefundenes Handy. Hi. Folgendes, hier ist ein Finder aufgetaucht zu einem Mobiltelefon. Hier um die Ecke gefunden, ist aber offensichtlich aus Polen, auch alle Nummern polnischer Vorwahl. Und wäre schön, wenn du das kurz lösen könntest. Dann rufe ich da mal irgendwo an. Ja, das wäre super. Ja, so eine polnische Telefonnummer, ne? Tatsächlich. Gucken, ob Mama drin ist. Mama wird es am besten wissen. Mama ist immer gut, ne? Mama Handy. Rufen gleich bei Mama an. Dzień dobry, Biga tutaj, z Policji w Hanowerze. Z kim rozmawiam? Top. Fließend auch. No właśnie, bo tu mam właśnie komórki chyba córki albo syna. Została od nas oddana, została znaleziona. Tylko teraz nie wiemy, kto jest synem albo córką. Während Bartosz die verdutzte Mutter am Telefon ausfragt, bleibt Selim nichts anderes übrig, als zu warten und zu hoffen, dass Bartosz Erfolg haben wird. Das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Normalerweise löst man sowas ruckzuck, indem man einfach anruft irgendwo und das lässt sich schnell klären. Aber in dem Fall mit den ganzen polnischen Nummern ist natürlich nicht so einfach gewesen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Kollege im Dienst ist. Dann kann man das über diesen kleinen Umweg lösen. Wieder mal sehr nützlich, dass es Kollegen gibt, die mehrere Sprachen sprechen. No, proszę. So, ich habe jetzt von der Mama habe ich die Telefonnummer gekriegt von Andrzej. Der sollte wissen, wo die Eigentümerin ist. Und Andrzej ist der Lebenspartner von der Dame. Und sie hat erst jetzt gerade erfahren, dass sie ein Handy verloren hat. Ne? Bei ihm klingelt halt nämlich das Handy und sie ist das daneben. Ja, Bartosz löst den Fall auf jeden Fall. Ne? Wenig später taucht die Besitzerin des Handys tatsächlich auf, in Begleitung. Kurzerhand wird die Wache zur deutsch-polnischen Begegnungsstätte. Hallo. Hallo.
So. Das ist Modeczka? Tak, moja. No, no. No. No, nawet nie wiem, jak to się stało w ogóle, że tak zaginął. No, to tak było na dzieciątko, tak naprawdę. 10 lat ma. Można się w jakiś sposób zmienić. Der Ermittlungserfolg stimmt Bartosz glücklich. Außerdem weckt die spürbare Verwunderung über einen polnisch-deutschen Polizisten seinen persönlichen Stolz. Das ist sehr selten und man spricht zwar viel über die Polizei, dein Freund und Helfer, aber es passiert selten. Aber auf jeden Fall eine große Überraschung. Danke. Sehr gut. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Toll. Weiter geht's. Toll. Komm, jetzt müssen wir wieder Leben retten. Aber Bartosz, hast du super gemacht, Junge. Ne? Ja, die waren, hast du selber gehört, die waren ziemlich überrascht. Und natürlich sehr, sehr dankbar, dass das Handy aufgetaucht ist. Die Mutter war ziemlich überrascht, wo ich das erste Mal angerufen habe, dass einer bei der deutschen Polizei Polnisch spricht. Und der Herr sowieso am Telefon. Da wollte ich erstmal gar nicht glauben. Aber es ging ums Handy, deswegen ist er erschienen. Okay, war schön. Ciao. Das Hochgefühl über den guten Ausgang der Geschichte hält noch etwas an. Am liebsten aber will Bartosz als ganz normaler Polizist wahrgenommen werden, ohne Sonderstellung als Pole. Auch wenn ihm solche Erfolgserlebnisse gut tun. Also ist es so, dass ich genauso wie Hans Müller oder Philipp Müller Polizeibeamter bin, plus ich kann eben die Sprache und die benutze ich auch und ich werde auch gerne von den Kollegen auch gesehen, dass ich denen auch helfe und eben bei manchen Sachverhalten auch übersitze. Aber ansonsten, nee, fühle ich mich da schon gleichgestellt. Plötzlich kommen sie wieder an einem Falschparker vorbei. Direkt auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz steht ein Auto direkt vor einer Dönerbude. Vielleicht ist der Fahrer etwas essen gegangen. Doch in der Ablage liegt ein Zettel, der Bartosz stutzig macht. Ja. Was ist das? Ja, das Übliche. Was liegt denn da drin? Keine Berechtigung. Der Fahrer bekommt ein Knöllchen. Plötzlich aber springt ein Mann auf sie zu. Der Parkraum ist hier generell etwas knapp. Verständnis haben die Polizisten trotzdem nicht. Nur angehalten. Ja, das machen wir nicht. Aber vorher. Ja, das machen wir. Sehen Sie, hier sind keine Parkplätze mehr, ne? Ja. Und wenn einer parken möchte, dann kann das hier nicht machen. Und Sie sind so dreist und parken hier drauf, ne? Das ist eine Verkehrsordnungswidrigkeit, das macht man nicht. Dazu brauchen Sie von der Polizei keine Angaben machen. Ich war vorher ein Auto, ich habe da hinten gehalten. Ich habe aber oben gar nicht auf dem Schild geguckt. Das war mein Fehler, aber kann man nichts machen, ne? Ordnungswidrigkeit ist Ordnungswidrigkeit. Aber was soll man machen? Eine Quittung, 35 Euro, die bezahlt wurden. Fahren Sie mit dem Wagen weg. Ja. Alles klar, kein Problem. Sie sehen es. Mein Fehler. Ja. Ich habe wirklich nicht nach oben geguckt. Ja, es steht oben, es steht unten. Ne? Alles klar. Unten? Da war vorher ein Auto, bis hier hin. Ja, aber da sind wir noch die Verkehrsschilder. Ja. Alles klar. Der Stadtteil ist das Zuhause verschiedenster Kulturen. Zu wirklichen Konflikten zwischen ihnen kommt es jedoch eher selten. Man toleriert sich eben. Auch die Kommissare Selim und Bartosz legen viel Wert auf Toleranz. Auf der Straße und unter den Kollegen. Da werden gar keine Unterschiede gemacht von den Kollegen, ob man jetzt Ausländer in dem Sinne noch ist, dass man wie er Pole oder ich Türke bin, das interessiert gar nicht mehr. Irgendwann ist man einfach nur noch ein Kollege und man hat ja auch über die Polizei viele Freundschaften entwickelt und das ist gut. Gut so, wie es läuft. Kurz vor Feierabend kommt es zum Unfall mit Fahrerflucht. Es ist bekannt, dass es ein weißer Kleinwagen war, mehr konnte er nicht sagen. Fluchtrichtung ist auch nicht bekannt. Selim und Bartosz bekommen Hilfe vom Unfalldienst. Und ein bekanntes Gesicht taucht auf. Gleich. Auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz steht ein Auto direkt vor einer Dönerbude. Vielleicht ist der Fahrer etwas essen gegangen. Doch in der Ablage liegt ein Zettel, der Bartosz stutzig macht. Ja. Was ist das? Ja, das Übliche. Was liegt denn da drin? Keine Berechtigung. Der Fahrer bekommt ein Knöllchen. Plötzlich aber springt ein Mann auf sie zu. Der Parkraum ist hier generell etwas knapp. Verständnis haben die Polizisten trotzdem nicht.
Not angehalten. Ja, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, das machen wir. Sehen Sie, hier sind keine Parkplätze mehr, ne? Ja. Und wenn einer parken möchte, dann kann das hier nicht machen. Und Sie sind so dreist und parken hier drauf, ne? Das ist eine Verkehrsordnungswidrigkeit, das machen wir nicht. Dazu brauchen Sie von der Polizei keine Angaben machen. Ich war vorher ein Auto, ich habe da hinten gehalten. Ich habe aber oben gar nicht auf dem Schild geguckt. Das war mein Fehler, aber kann man nichts machen, ne? Ordnungswidrigkeit ist Ordnungswidrigkeit. Aber was soll man machen? Eine Quittung, 35 Euro, die bezahlt wurden. Fahren Sie bitte den Wagen weg. Ja. Alles klar, kein Problem. Sie sehen Sie. Mein Fehler. Ja. Ich habe wirklich nicht nach oben geguckt. Ja, es steht oben, es steht unten, ne? Alles klar. Und da war vorher ein Auto bis hierhin. Ja, aber da sind wir noch die Verkehrsschilder. Ja, alles klar. Der Stadtteil ist das Zuhause verschiedenster Kulturen. Zu wirklichen Konflikten zwischen ihnen kommt es jedoch eher selten. Man toleriert sich eben. Der letzte Einsatzbefehl erreicht Selim und Bartosch kurz vor Feierabend. Unfall mit Fahrerflucht. Das Opfer wird bereits notärztlich versorgt, als die Polizisten eintreffen. Der einzige Zeuge steht unter Schock und im strömenden Regen. Es ist bekannt, dass es ein weißer Kleinwagen war, mehr konnte er nicht sagen. Fluchtrichtung ist auch nicht bekannt und bei so einer Geschichte wird das dann dem Verkehrsunfalldienst übergeben, weil der Herr mit dem Fahrrad verletzt ist. Und der wird jetzt ins Krankenhaus verbracht. Das Wetter mag eine Ursache für den Unfall gewesen sein. Während das Opfer abtransportiert wird, müssen die beiden Polizisten jetzt trotzdem noch auf die Profis vom Unfalldienst warten, die das Fahrrad und den Tatort untersuchen sollen. Viel gibt es allerdings nicht zu sehen. Der Regen verwischt die meisten Spuren. Wir sind der 5026. So. Die Migrationsstreife. Die was für ein Ding? Die Migrationsstreife. Ja. Ja, nur auch bei eventuell Spuren. Also ja, du hast hier den neuen Kratzer. Ich habe noch was gefunden. Oh, der ist hochgebogen. Der gehört normalerweise auf die Fahrbahn. Gut, dass es uns auf die Fahrbahn gefallen ist. Fahrbahn. Ja. Die detektivische Kleinarbeit beginnt. Das Fahrrad entspricht nicht den Zulassungsvorschriften und durfte so gar nicht am Verkehr teilnehmen. Doch noch während die Spurensicherung läuft, taucht plötzlich aus der Dunkelheit ein vertrautes Gesicht auf. Das ist kein Wunder, dass er weggeputzt worden ist bei dem Wetter hier. Wenn man keine Beleuchtung am Fahrrad hat und keine Reflektoren, dann sollte man auch damit rechnen, dass man weggeputzt wird. Zum dritten Mal an diesem Tag läuft ihnen Tessi in die Arme. Tessi, du bist ja ganz schön betrunken wieder, du. Ab nach Hause, du. Wo kommst du denn wieder her? Vom Krankenhaus. Boah, was hast du da gemacht? Fuß angeguckt oder was? Nee, ich hab mich betrunken. Ja, du bist doch wieder ganz besoffen schon, ne? Hä? Tessi, komm, jetzt. Ja, okay. Geh mal ins Bett. Du hast mir schon gut eingetankt. Ciao, danke. Jo, ich hab hier. Tessi, kriegst du es hin nach Hause? Natürlich. Alles klar. Tessi, warst du bei uns heute? Rocky Rock. Warst du bei uns heute auf der Wache? Warst du schon wieder bei uns, ne? Natürlich. Ja. Natürlich. Los, komm. Wir hauen auch ab. Tessi, los, komm. Ab nach Hause. Hast du gleich geschafft, ist hier auf der Ecke. Komm, Tessi, ab nach Hause. Regnet. Ciao. Schaffst du nach Hause? Was sollen wir dich fahren? Das ist die beste Polizei, was gibt überhaupt in Linde. Ja. Lass mal so stehen, ne? Ja, Mann, schön. Komm, was geht, Tessi? Krieg schon nach Hause. Tessi, los, da geht's lang. Ist nicht mehr weit, ne? Zack. Ciao. Okay. Die rote Schleife. Rocky Road. Die rote Schleife. Seit dem 1. Oktober gibt es in Hannover gleich 24 neue Bewerber mit Migrationshintergrund. Selim und Bartosch gehen also mit gutem Beispiel voran. Sie haben hier längst ihren Traumberuf gefunden. Das war der einzige Beruf, der nach der Schule für mich in Frage kam. Man hat viel mit Leuten zu tun, man kann den Leuten irgendwie weiterhelfen. Ich habe die Chance am Schöpfer gepackt und ich bin froh drüber. Ich bereue keine Sekunde. Ich mache es sehr gerne. In meiner Familie ist es ja so, dass mein Vater aus der Türkei stammt und meine Mutter aus England stammt. Ich quasi also ein Mischling von allen Sorten bin. Bei mir alles einfließt, Deutsch, Englisch, Türkisch. In Deutschland aufgewachsen bin. Und ich mich immer so bezeichne, wenn mich jemand fragt, wie ich aufgewachsen bin, dann sage ich immer europäisch. Und das passt eigentlich immer am besten. Es gibt leichtere Jobs als den bei der Polizei. Selim und Bartosch gehören zu einer Generation von Zuwanderern,
die längst integriert sind, ohne die eigenen Wurzeln aufgegeben zu haben. Dass auch Migranten beruflich eine Tür zur Polizei offen steht, ist gut und ein wichtiges Signal im Streit um die Integration in Deutschland.